Und diese Bogen braucht ihr noch manchmal von sich selber. Sie auch sehr gut für Wirbelsäule und so, aber wir brauchen nicht ihnen nur, wir brauchen ihnen nur zu lernen praktisch. Und das ganze Form ist kompliziert zum Koordinieren zusammen und diese Bogen hier. Und die erste Übung, die Hilfeübung, ist so, dass wir halten Fingerspitze in Richtung aus von uns, geradeaus. Und wir machen es so, das Prinzip Bewegung ist Augenblick. Kopf und Wirbelsäule wiederholen die Bewegung. Das Augenblick und Hüfte sind von der anderen Seite und die Hände bewegen von der anderen Seite und dieselbe in eine andere Richtung. Und das ist das Prinzip Bewegung überhaupt. Eine schöne Sprache. Dann haben wir drei verschiedene Niveaus, verschiedene Linien, durch welche wir gehen in ganze Bewegung. Ganze Bewegung war Spiral, wie eine Acht mit einem Bauch mehr. Nicht zwei, aber drei. Die dritte ist rund ganze Kopf. Und erste Linie ist Schilddrüsenlinie, zweite Linie ist Pfeffer und das ist auch mit der Tantien. Dieselbe Niveau, die Linie. Und zweites ist, drittes ist untere Tantien, das ist die erste Tantien. Und das ist unter Nadel. Und das in Schilddrüsenlinie, wir arbeiten so, dass Augenblick hier in eine Seite, Fingerspitze für die andere Seite. Und zweite Bewegung, wir haben dieselbe Linie, ist Ellbogen aus. Das ist alles dieselbe, nur andere Richtung Hände, Arme. Das Ellbogen ausgehen. Und dann haben wir zwei weitere Händepositionen, welche wir brauchen für mittlere und untere Tantien. Und das arbeitet dieses weiter, dieses Fall, dieses Punkt. Wir haben noch einmal Fingerspitze vorne halten, Daumen aus und erste Bewegung Daumen gehen aus. Das hilft der Augenblick für eine Seite, Daumen für die andere Seite. Wir drehen Hände und die Und zweites, was wir brauchen, sind zwei Tantien, Händekante. Das Händekante gehen aus, hilft der Augenblick an der Seite.
Nun, ganze Formel, das ist die richtige Formel, sieht so aus, dass Füße wieder zusammen, Sprunggelenke zusammen, Knie zusammen, Laufpunkte sind am Seite Oberschenkel, Schenkel, und dann wir bewegen Arme so, dass Laufpunkte drehen sind, nach oben, zum Richtung Himmel, gehen nach oben, Oberkopf, wie beide Hände halten zusammen, ziehen unter eine Achsellinie. Und dann erste Bewegung ist links und Kreis zuerst Fingern, dann Ellbogen. Und Händekante, leicht wie sitzen, zur unteren Kante hier. Und noch einmal Daumen, Fingern, Ellbogen. Händekante, Daumen, Fingern, Ellbogen, Händekante, Daumen, Finger, Ellbogen, Händekante, Daumen, Finger, Ellbogen, Händekante. Enden wir am rechten Seite Halbkreis und ziehen Unterhände und halten dann hier, rechte Hand in, Männer linke Hand in, ein bisschen bleiben, beobachten unsere Atmung, versuchen Atem durch Bauch, ein bisschen warten, dass alle ganze Atmung schiert.